Der Fluss Uhr entspringt an den Belgischen Ardennen und ist am Norden von Lützeburg die Grenze mit Deutschland. Der Fluss erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 78 km und fließt zu Wallendorf und Sauer. Rund um das Wasser kann man viele Pflanzen und Tiere entdecken. Tief innen am Wasser, zwischen den Steinen und dem Krasi, wunderbaren Tiere, die nicht so dachs zu Gesicht kriegt. Er ist bis zu 10 cm lang und bewegt sich auf engem Fuß über den Boden. Salut, hast du schon seit Kaya eine Bachmuschel begegnet? Mein Name ist Unio und ich will dich gern anladen, mit mir an meine Innerwasserwelt anzutauchen. Mein Ur-Ur-Ur und noch viel mehr Urgroßeltern haben schon seit an der Ur und an anderen Flüssen gelebt und das Wasser gefiltert. Eigentlich geht es euch schon zum Dinosaurierzeiten. Am Frühjahr sind ich als ganz kleines Loch von meiner Mom mit meinen vielen Geschwistern an das Wasser freigesetzt gehen. Für uns zu entwickeln brauchen wir Bachmuscheln, aber eh Wirtsfisch. Das heißt, wir brauchen einen Fisch, um dem seine Kiemen wir uns festsetzen können. Wenn der Fisch das Wasser anatmet, atmet er noch die winzig kleine Larve mit an, also habe ich mich an den Kiemen von einer Elchen festgesetzt. Ich bin von einer Larve zu einer kleinen Muschel rübergewusst. Nur paar Wochen, wenn ich groß genug bin, für mich lang zurück an den Fluss zu trauen, lasse ich den Fisch los und lasse mich an die Gestänge vom Flussbett fallen. Da vergrübe ich mich sehr mit Tölle von meinem Fuß an den Krasi und kann an aller Ruhe groß gehen. Schon nur paar Monate bin ich bereit, für meine Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Filtre vom Wasser aus dem Fluss. Auf 5 bis 6 Jahren werde ich dann, so wie meine Mom, kleine Larven am Wasser freilassen. Froh, dass ihr schlaft, hier werde ich überhaupt Wasser filtern. Aber wie ich das mache? Ich mache das natürlich für mich zu ernähren. Muschel hält Wasser durch ihr Kiemen ab. Hei filtert sie winzig Partikeln raus. Das können Einzeller oder kleine Algen sein oder mini-kleine Reste von aufgestorbenen Pflanzen an deren. Das gefilterte Wasser geht Muschel dann ihrem Zweck an den Fluss. Alles, was sie nicht verdauen kann oder nicht braucht, das deposiert sie nervt sich am Krasi. Eine ganze Reihe anderer Tieren freuen sich über das zusätzliche Nahrungsquelle. Muschel wiederhält diesen Auflauf den ganzen Tag und kann dabei bis zu 50 Liter Wasser filtern. Flott ist, dass dabei zwei Sachen gleichzeitig geschehen. Muschel und viele andere Lebewesen fanden genug für zu essen und quasi nebenbei bleibt Wasser am Fluss klar. An diesem Experiment sieht er mein Kollegin in Aktion. Sie schaffen wie ein modern Filteranlage und das ganz ohne Kästen und zusätzliches Material. Weil sie brauchen keine Energie wie Strom und wissen an der Natur, ohne an einer Fabrik müssen produziert zu gehen. Pro Stunde kann ein Muschel bis zu 2 Liter Wasser filtern. Nur ein paar Muscheln können so schon mehr sehen wie ein normal Aquariumspumpe, das dreckiges Wasser im Proper machen. Wir werden das mit mehr großen Quantitäten Wasser. Der Stausee zu Aschsauer kann bis zu 60 Millionen Kubikmeter Wasser speichern und ist wichtig für das ganze Land mit Trinkwasser zu versorgen. Aber als erstes muss das Wasser filtriert und abbereitet gehen, für das wir Menschen nicht nutzen können. Im Moment überhält ein riesiges Filteranlage die Filtre vom Stausee. Das kostet viel Zeit und Energie, weil wir alle gut verbrauchen am Schnitt 125 Liter Wasser pro Tag. An der Theorie könnten Muscheln da ja viel helfen. 2 bis 3 gesunde Muscheln könnt ihr schon all da so viel Wasser proper machen, wie Jipfer von uns verbraucht. Für ganz Lützeburg zu versorgen, wären dann aber ob manst 1,5 Millionen Muscheln nötig, die Tag für Tag aktiv wären, für das Wasser zu filtern. Ah, wie ist es hei? A Form! Lebt es? Jojo, Unio, es lebt wie geschmiert. Schön, dass du mich besichern kannst. Ein Herr, den Job ist. Ohne Pause. Es geht nicht mehr anders. Analysieren, filtrieren, pumpen. Analysieren, filtrieren, pumpen. Analysieren, filtrieren, pumpen. Ohne Unterbrechen. Wieso muss ich eigentlich die ganze Arbeit machen, wenn du und deine Freunde und Familie so fit sind, aber gut Kind helfen, Wasser zu filtern? Wir geben dich ja gerne mehr unterstützen. Wir leider gehen nicht mehr viel Bachmuscheln an den Lützeburger Flüsse und Bachen. Also? Das wusste ich nicht. Für was geht es dann immer, Männer Muscheln? Kannst du mir das mal weisen? Ich komme hier ja nie raus. Verschiedene Gefahren und Bedrohungen haben uns in den letzten Jahren schwer gemacht, für zu überleben. Und Rehe, die an den Fluss feiern, begehen die viele Sachen, die nicht an das Wasser gehören.
Medikamente, Chemikalien, Essensreste, Plastik, Aufwasser, Dünger und viel anderen Dreck kommen so an die Gewässer und schaden dem ganzen Ökosystem. Guck dir die Sauerei hier nicht mehr an. Vielzudags lief nach einem ungeklärten Aufwasser einfach so an die Bächen. An dem Dreck da kann auch Chemie leben. Auf vielen Plätzen kommen Fische, die man ja brauchen, um abzuwürzen, wenn es schlecht gebaute Reher am Platz von anständigen Brücken gehen nicht mehr hin. Ein weiteres Problem ist die Erosion vom Boden. Wenn Kate zum Beispiel bei Bergen für zu trinken, trippeln sie viel Boden los, den dann an das Wasser fällt. Auch die Fichtenbüsche drohen zu viel Bulli an der Berg bei. Die Wurzeln können sich nicht richtig am nassen Ufer verankern und da wollen sie den Boden nicht gut festhalten. Zu viel Bulli verstopft das Flussbett, zwischen dem Krasi an den Stängen auch so viel Bulli, dass kein Wasser mehr dazwischen fließen kann. Die kleinen Muscheln, die sich am Krasi angrufen, kriegen so kein frisches Wasser und kein Sauerstoff mehr. Aber wie kann in der Bergmuschel helfen? Mit dicken Maschinen gehen all jahres Tonnen von neuem Krasi auf große Cape am Ufer abgetippt. Mit der Zeit verdehlt der Fluss des Cape vom selben auf vielen hundert Meter von seinem Bett. Hauptsächlich bei Heischwasser. So baut Bär eine Frischschicht ab, aus properem Krasi, ohne Bulli im Grund von der Bär. Dadurch kriegt Muschel und auch viele andere Tiere einen passenden Lebensraum geschafft. Auch der Bärmuschel ihre wichtigste Wirtsfisch, die europäische Elchen, profitiert von dieser Maßnahme. Dallischer lehnen hier eher nämlich, ähnlich wie Forellen, am Krasi auf gut durchströmte Plätze vom Bergbett auf. Wenn diese Krasi proper ist, ohne zu viel Bulli, beginnt der und auch die frisch geschlüpfte Larven besser mit Sauerstoff versorgt und nicht überleben damit. Regelmäßig wird die Wasserqualität überprüft. Ob verschiedene Quellen am Zulauf, wird der Sauerstoffgehalt, die elektrische Leitfähigkeit und die Temperatur einmal an der Woche gemessen. An einem chemischen Labor gehen davon in den selbsten Proben weiter wichtige Parameter, wie zum Beispiel der pH-Wert und Nährstoffgehalt der Gemüse. Es gehen auch Muscheln auf einer speziellen Zuchtstation am Ufer von der Uhr nur gezischt. Und so wird die Bergmuscheln geholfen, sich an einem geschützten Umfeld zu entwickeln. Die jungen Muscheln gehen regelmäßig kontrolliert, ob sie gesund sind und auch gut wachsen. Für das sie gut wachsen können, gehen sie zweimal am Tag mit einem speziellen Algenmix gefüttert. Diese wird an die Zahl und die Größe von den Muscheln an den verschiedenen Basingen angepasst und genau aufgemacht. Nur 2 bis 3 Jahre auf der Zuchtstation gehen die kleinen Muscheln dann nur noch ausgesät, für ihre Kollegen an der Berg zu unterstützen. Bergmuschel hält als Fluss proper und dafür spielt sie eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Wenn wir sie weiter schützen, können in Zukunft mehr Bergmuscheln in unseren Flüssergewässer leben. Wir müssen aber für das Ziel zur Rechen nicht nur zu Lützeburg auf die Wasserqualität und ein optimales Umfeld aufpassen, aber auch über die Grenzen raus durchschaffen. Dafür ist Zusammenarbeit und den Austausch mit dem Ausland ganz wichtig. Überall in Europa und an der Welt sind Forscher aktiv, für die Situation zu verbessern. Sonja ist Adi, ciao, und salü, und kommt mich mal rum besichern. Große Merci, dass ihr euch ersetzt für eine pure Natur und eine proper Uhr. Am Resümee kann ich sagen, geht es den Muscheln gut, da sind die Flüsse und die Bäche proper. Aber wenn die Gewässer proper sind, da geht es ganz vielen Tieren, und auch als Menschen, gut.